Die erste Premiere im Theater Hagen präsentiert eine außergewöhnliche Show, Take a Walk on the Wild Side. Eine musikalische Roadmovie, ein theatralisches Rockkonzert, eine Underground-Mitmachparty. Mit dabei und in der musikalischen Leitung diesmal auch wieder Andres Roykopf. Das musikalische Arrangement, wie bei vielen tollen Produktionen im Theater Hagen, hat diesmal auch wieder Andres Roykopf. Und es war diesmal für ihn, trotz der vielen Erfahrungen, doch eine ganz neue Erfahrung, so wie ich mitbekommen habe, oder? Ja, richtig, weil ich diesmal mit einer waschechten Rockband zu tun habe und die brauchen nicht detaillierte Noten von jedem Ton und von jedem Schlagzeugschlag, den sie zu spielen haben, sondern Leadsheets, also die Form genügt denen und das war ein sehr, sehr kreatives und fruchtbares Miteinander. Die haben alle total viel Erfahrung in ihrem Bereich und das war einfach toll, mit denen zusammenzuarbeiten. Ja, Walk on the Wild Side in Hagen. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Es ist ein super schönes Haus, es ist ein fantastisches Team. Es ist sehr schön, andere Songs singen zu dürfen, ein anderes Arbeitsumfeld und dieses ganze Theater so dabei zu haben, was einen mitreißt. Ich habe gehört, es war insgesamt im Team eine ganz tolle Synergie und euer Konzept ist eigentlich bis heute, bis kurz vor Premiere auch aufgegangen. Absolut. Trotz den teilweise fast schon chaotischen Zuständen, die manchmal am Theater herrschen, habe ich selten eine so positive Energie am Theater erlebt, dass einfach alle Bock haben und die Tänzer und die Musiker, alle wollen irgendwie zusammen eine coole Show auf die Beine stellen. Ich hatte oft das Gefühl bei den Proben von richtig Rock'n'Roll. Ich freue mich wahnsinnig auf die Premiere und auf die ganzen Shows, die da kommen, weil es einfach mal was ganz anderes ist. Sowieso was anderes im Theater und freue mich, dass ich mit dabei sein darf und auf alles, was da kommt. Und ihr dürft auch alle sehr gespannt sein. Man wird dich in der Produktion auch selbst agierend mitsehen? Ich sitze am Keyboard, nicht am Flügel. Ich sitze am Keyboard und werde großen Spaß haben. Und ich bin sicher, das überträgt sich. Wir wollen alle anfixen. Sollen alle kommen. Also ich finde, es ist was für alle. Doch. Okay. Ist halt laut, aber...